Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Auch alle zusammen. Darüber freue ich mich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, sage ich jetzt auch zu den Fernsehzuschauern. Und wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Da lief ja ein spannender Film. Ich glaube, das war Casanova, war ja auch nicht so schlecht. Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier im Radio schon angefangen bei 1 Live und machen jetzt zusammen weiter mit der freien Themennacht. 0800 220 50 50. So könnt ihr uns erreichen, kostenfrei, oder mailt uns domian@wdr.de. Sabine ist hier und Sabine ist 27. Guten Morgen, Sabine. Ja, hallo. Hallo, Sabine. Um was geht's bei dir? Ich habe vor 3 Monaten erfahren, dass meine Nieren kaputt sind. Nieren? Beide? Beide, genau. Was heißt kaputt? Die sind wohl einfach zu klein. Keiner weiß, woher das kommt. Muss jetzt 4-mal die Woche zur Dialyse. Wie hast du das gemerkt? Welche Beschwerden hattest du? Ich bin zum Arzt gegangen, weil mir 4-5 Wochen lang immer schwindelig und schlecht war. Mir ging es halt einfach überhaupt nicht gut. Hab gedacht, ich habe irgendwie eine dicke Grippe, die halt selber nicht weggeht. Ja. Gedacht, gehst du einfach mal zum Arzt, kriegst ein paar Pillen, dann ist wieder gut. Ja, genau. War ja nichts. Und vor allen Dingen in deinem Alter rechnet man ja auch nicht mit so einer Diagnose. Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn ich bei einer Freundin sehe oder so, die hat ständig Nierenschmerzen und alles, aber... Und ich bin, ich habe nie irgendwas gehabt. Ich bin noch nie krank gewesen oder irgendwas. Mhm. Und die Ursache liegt darin begründet, dass die Nieren zu klein sind und entsprechend nicht richtig arbeiten können? Genau, die meinen halt, dass ich irgendwann als Jugendliche oder so mal irgendwie eine Nierenentzündung gehabt haben muss oder so, wovon ich nichts gemerkt habe, was die Nieren halt geschädigt hat. Aber immerhin hat es dann bis jetzt, also bis vor 3 Monaten, ist es gut gegangen? Ja. Genau. Aber dann irgendwann ist es gekippt, wie das halt oft ist so bei Krankheiten. Wie hast du denn, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Schock, wenn man das dann so hört mit 27, wie hast du es aufgenommen? Ja, also mittlerweile komme ich da eigentlich ganz gut mit klar, aber am Anfang war halt ein bisschen schwierig, vor allen Dingen meine Eltern wohnen halt 400 Kilometer weit weg, also die sind nicht in meiner Nähe, die ganze Verwandtschaft, bin hier quasi ganz alleine, halt nur ein paar Freunde und so, aber... Was machst du beruflich? Jetzt nichts mehr. Ich habe als Reinigungskraft gearbeitet. Ja. Die haben wegen der Nierenerkrankung meinen Arbeitsvertrag nicht verlängert. Oh. Was ist das denn für eine seltsame Firma? Ja, sehr nett. Das heißt, du hättest von deiner Kraft her, hättest du das weiter geschafft? Ja. Also jetzt wieder klar, die ersten 5-6 Wochen halt nicht, aber jetzt mittlerweile würde das wohl gehen, ja. Und wie haben die denn von deiner Nierenerkrankung überhaupt erfahren? Ich bin kurz vor den Sommerferien, ist das passiert ja, da habe ich ja noch gearbeitet, bin ja dann halt krank gewesen, bin ja dann direkt ins Krankenhaus gekommen, war direkt 14 Tage im Krankenhaus, und dann haben die halt ja davon erfahren, dass ich halt krank bin und der Vertrag ist direkt zu den Sommerferien ausgelaufen gewesen und der wäre dann verlängert worden und die haben dann halt gesagt, das wäre denen zu gefährlich, weil die halt nicht wüssten, ob ich dann häufiger und öfter krank wäre. So geht das heutzutage. Hire and fire. Selbst furchtbar. Selbst wenn du sagst, ich traue es mir zu und ich kann es und so eine Firma schmeißt dich raus. Ja. Das kommt auch noch dazu in dem ganzen Drama jetzt. Ja. Du hast gerade erzählt, dass du immer zur Dialyse musst. 3-mal in der Woche? 4-mal. 4-mal in der Woche. Ja. Wie beschreibst du uns vielleicht mal kurz, wie das dann abläuft? Du kommst dahin, ist das in einem Krankenhaus? Das ist so eine extra Dialysestation neben so einem Krankenhaus, ist so ein extra Gebäude. Da sind 24 Plätze ungefähr, hauptsächlich ältere Leute. Ja. Kommt man halt rein, sind jeweils Zimmer mit 6 Leuten. Hängt sogar ein Fernseher, also man kann dabei auch noch Fernsehen gucken, Radio hören. Man bekommt quasi 2 Nadeln in den Arm. Also muss man sich hinlegen dann, oder? Genau, man liegt auf so einer Liege, die kann man sich setzen, legen, wie man möchte. Ja.
man hat vorher eine Operation gehabt am Arm. Da wurde so ein Shunt gelegt. Da wird eine Vene mit einer Arterie verbunden. Dadurch wird die Vene dicker und dadurch können die da halt immer punktieren. Sonst würde die Vene halt kaputt gehen, wenn man das nicht machen würde. Da werden jedes Mal bei der Dialyse dann zwei Nadeln reingestochen. Da ist ein Schlauch dran. Wird mit dem Dialysegerät dann verbunden. Durch die eine Nadel läuft das Blut dann raus, läuft durch die Maschine, wird da gefiltert. Ja. Und geht dann quasi sauber und gefiltert wieder in den Körper zurück. Wie lange? Also die Maschine übernimmt halt die Funktion, die normalerweise genau. die Nieren hätte. Wie lange dauert das? Bei mir jetzt 5 Stunden jedes Mal. 5 Stunden? Also man sagt, muss ich das vorstellen, 4 Mal in der Woche 5 Stunden. Genau. Du machst es jetzt erst seit kurzem mit, aber dennoch, ist das nicht total belastend? Ja, vor allen Dingen jetzt bin ich dann mittags da. Also die haben quasi 3 Schichten, morgens, mittags, abends. Ich bin jetzt im Moment in der Mittagsschicht, also da werde ich um 12:30 abgeholt zu Hause. Und bin dann auch meistens erst so gegen 19 Uhr wieder zu Hause. Also die Tage, wo Dialyse ist, sind eigentlich gelaufen. Die sind gelaufen. Wenn man dann von der Dialyse nach Hause kommt, ist man dann erschöpft oder fühlt man sich frisch und fit? Man ist eigentlich ziemlich kaputt danach, aber gewöhnt man sich auch dran. Wie ist das denn? Man liegt 5 Stunden in dieser, 4 Stunden? 5 Stunden. 5 Stunden, 4 Mal in der Woche, so war es. Da ist man ja quasi verkabelt mit dieser Maschine. Wie ist es, wenn man da mal zur Toilette muss? Ja, da müssen die halt die Dialyse unterbrechen. Kann man das? Das kann man. Die läuft dann quasi nur im Kreis. Das wird dann abgeschlossen. Man muss dann halt aufpassen. Man hat die Nadeln dann weiter im Arm. Muss dann halt ein bisschen vorsichtig. Ist ja auch so eine Sache dann, ne? Ja, aber das geht eigentlich. Und diese vielen Stunden, du sagst, da ist ein Fernseher oder ein Radio. Na ja, gut, man kann ja auch nicht dann 5 Stunden Fernsehen gucken. Oder macht man es doch? Was machst du während dieser Zeit? Ja, ich nehme manchmal ein Buch mit oder eine Zeitung oder so. Oder halt, man unterhält sich auch manchmal mit ein paar Leuten, kommt immer drauf an, in welchem Zimmer man gerade ist. Wenn man sich mit den Leuten ganz gut versteht, dann kann man sich mit denen auch mal unterhalten. Aber sind halt alles sehr alte Leute hauptsächlich. Deswegen ist es meist ein bisschen schwierig. So, das heißt jetzt, du mit deinen 27 Jahren musst dich damit abfinden, dass das jetzt zunächst deine Zukunft ist, so leben zu müssen. Genau. Musst du so im normalen Alltag auch viel Rücksicht jetzt auf deine Nierenerkrankung nehmen? Bist du beeinträchtigt? Nur eigentlich, was das Essen angeht. Man kann halt nicht mehr alles essen, zum Beispiel Obst und sowas, weil es so viel Kalium enthält. Das würde normalerweise die Niere alles rausfiltern. Und über die Dialyse können die das auch nicht zu 100%. Deswegen muss man immer aufpassen, dass der Kaliumspiegel nicht zu hoch ist. Kannst du denn, wenn du, also in den Tagen, wo du nicht zur Dialyse gehst, kannst du normal viel trinken? Nein, auch nicht. Wie viel darfst du denn höchstens dann trinken am Tag? 800 Milliliter. 800 Milliliter, wie viel ist das ungefähr? Bitte? Ich habe keine Vorstellung. Ich habe hier so ein Bierglas, drei Viertel voll mit Wasser. Wie viele Milliliter sind das? Ja, 200. 200. Und du darfst 800? 800 plus die Urinmenge, die noch ausgeschieden wird. Ah, verstehe. Weil einige haben gar keine Ausscheidung mehr und andere halt nur wenig. Und du hast wenig? Ja. Wäre eine Lösung irgendwann eine Transplantation? Ja. Ist das jetzt schon so für dich, dass du darauf hoffst, das mal machen zu können? Ja, mein Vater hat sich jetzt testen lassen. Wenn alles klappt, kann er mir eine Niere spenden. Ah, das ist natürlich großartig. Aus der Familie, das heißt, das Organ wird dann auch von deinem Körper, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass das Organ angenommen wird. Ja, genau. Also da liegt die Wahrscheinlichkeit irgendwie bei 98% bei direkten Blutverwandten. Und das würde, wenn du eine Niere von deinem Vater bekommst, würde das ja bedeuten, dass diese eine Niere alles schaffen könnte. Ja. Das wäre natürlich großartig. Ja. Aber da ist natürlich auch das Problem, dass so eine Spenderniere wohl nur 10 bis 15 Jahre halten soll. Ach so. Auch so, und in 10 bis 15 Jahren würde das Theater dann wieder losgehen. Die Untersuchungen laufen noch bei deinem Vater im Moment? Ja, der hat sich jetzt erstmal schon mal überhaupt Blut abnehmen lassen und überhaupt so Nieren, Ultraschall und sowas haben die schon gemacht.
Jetzt wird noch eine Biopsie und sowas von den Nieren gemacht und ob das alles so hundertprozentig passt. Genau, bei mir müssen noch Untersuchungen gemacht werden. Ja, aber dein Vater möchte es machen und ist fest entschlossen, das dann auch durchzuziehen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ist ja auch toll, ne, dass er es macht. Ja. Du hast natürlich recht, in 10 Jahren stehst du vielleicht vor einem neuen Problem, aber 10 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Ja. Gerade auch in der medizinischen Entwicklung. Wer weiß, wie weit die Medizin in 10 Jahren ist. Vielleicht gibt es dann noch wieder andere Lösungen. Man weiß es ja nicht. Ja. Und 10 Jahre Lebensqualität gewonnen zu haben, ist natürlich schon sehr viel wert. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich will jetzt auch wieder in die Nähe meiner Eltern ziehen. Mhm. Ich werde da jetzt 2 Wochen Urlaub machen, was ja auch so ein Theater ist, weil man da ja auch erstmal eine Dialysestation finden muss und alles. Genau, das muss man alles bedenken, dass man als Dialysepatient nicht einfach mal irgendwo in Urlaub fahren kann, sondern man muss das alles koordinieren, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt erstmal eine Überweisung und so für die Dialysestation. Alles habe ich jetzt schon, die ganzen Papiere und was man da alles mitnehmen muss. Das ist schon eine ganze Menge. Was ist so beruflich dein Traum oder dein, was du vielleicht demnächst angehen möchtest? Ja, ich werde jetzt zum Ende des Jahres erstmal wieder nach Nordrhein-Westfalen zu meinen Eltern in die Nähe ziehen. Ja, und dann will ich gucken, dass ich da wieder irgendeinen Job finde. Ja, hast du einen Ausbildungsabschluss? Keine abgeschlossene, nein. Ja, vielleicht wäre es auch eine gute Chance jetzt in der Situation, vielleicht sich nochmal zu qualifizieren, vielleicht noch einen höheren Schulabschluss zu machen als den du vielleicht hast. Welchen hast du? Hauptschulabschluss. Ja, da könnte man ja vielleicht ein bisschen drauflegen noch. Ja, ich habe überlegt, ob ich eine Ausbildung noch im Einzelhandel mache. Oder so, genau. Also Sabine, ist natürlich alles sehr traurig und schlimm und haut einen mit 27 um, ist mir klar. Aber da ist ja ein dicker Hoffnungsschimmer am Horizont, die Spenderniere von deinem Vater. Ja. Hoffen wir mal sehr und drücken fest die Daumen, dass die Voruntersuchungen so weit gut ablaufen, dass die Operation durchgeführt werden kann und dass alles dann auch gut klappt bei dir und bei deinem Papa. Hoffe ich auch. Wir drücken all die Daumen für dich. Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss Sabine, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Ich könnte euch vielleicht jetzt schon mal zwischendurch sagen, was wir für ein Thema morgen haben. Morgen heißt unser Thema herzlos. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die in ihrem Leben schon einmal äußerst herzlos behandelt worden sind. Sei es von den Eltern, den Partnern oder von ihren Kindern. Und ich möchte natürlich auch gerne mit Leuten reden, die selbst schon mal jemand anderen herzlos behandelt haben und vielleicht im Nachhinein sich sehr schämen und ein schlechtes Gewissen haben. Das ist unser Thema morgen. Herzlos, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50. Am besten aber heute mailen zu dem Thema oder morgen dann zu diesem Thema anrufen. Wie immer ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen unter der bekannten Telefonnummer. Und Mail natürlich immer domian@wdr.de. Achim ist hier. Achim ist 23. Hallo Achim. Hi, schönen Abend. Hallo erstmal Achim. Mit meiner Vorrednerin. Ich wünsche dir natürlich auch, beziehungsweise drücke die Daumen. Sehr nett von dir. Ab in der Niere. Das ist heftig, ne? Domian. Erzähl mal von dir. Ich bin aufgeregt. Leg mal einfach los, um was es geht. Ja, also Herzensdinge, das könnte mich auch angehen, also dieses Thema von morgen. Und ich stehe quasi kurz davor, irgendwie was herzlos zu machen. Beziehungsweise ich will es natürlich nicht, aber also die Frage ist... Erzähl mal die Situation, genau. Ah ja, genau, Entschuldigung. Ich bin in einer Beziehung mit meiner besten Freundin. Seit 1,5 Jahren sind wir zusammen. Und das war ehedem deine beste Freundin? Es war vorher immer meine beste Freundin, jetzt ist es meine Freundin. Ja. Und ich bin mit ihr zusammen und das Ding ist, jetzt ist ein anderes Mädchen in mein Leben getreten und ich fühle mich körperlich total stark zu ihr hingezogen. Und ich. Zu dem neuen Mädchen. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, weil eigentlich sollte das ja nicht so sein, dass man nach 1,5 Jahren schon irgendwie über so Dinge wie Fremdgehen und so einen Scheiß nachdenkt. Eigentlich nicht, aber dafür gibt es auch keine Grundregel. Da spielt die Liebe manchmal und die Sehnsucht verrückt. Ja, aber das ist doch die Frage, inwieweit kann ich noch sagen, ob ich meine Freundin liebe oder nicht? Lass uns genau darüber reden. Ja, genau. Versuche mal so ungefiltert mir deine Gefühle zu schildern, die du zu deiner Freundin hast. Also ich bin total gern mit ihr befreundet, ich bin gern mit ihr zusammen. Mhm.
Andererseits nervt sie mich total ab und an, wenn wir streiten, dann ist das immer total heftig. Das sind unglaublich heftige Streits, sie ist unglaublich eifersüchtig. Unglaublich heftig, das klingt ja dramatisch. Was macht sie denn dann, wenn es zur Sache geht? Ja, da bin ich ja genauso. Also es wird geschrien, es wird gehasst. Geht ihr euch auch in die Haare? Also ich versuche da immer noch eine Grenze zu setzen, aber das ist teilweise schon, ich bin dann immer, ich werde dann immer sehr aggressiv, aber nicht körperlich, sondern ich werde dann immer sehr herablassend und arschlochmäßig. Das ist dieses Dr. Jekyll und Mr. Arsch-mäßige. Ich halt wirklich so eine gespaltene Persönlichkeit fast habe und dass ich dann richtig fies werde. Aber sie ist auch fies. Ja, und sie wird dann in die Enge getrieben und was weiß ich, sie haut mir dann eine oder ich will dann abhauen und sie hält mich fest, kneift mich, solche Sachen. Ist schon sehr heftig. Das sind heftige Gefühle zwischen uns. Aber ich weiß nicht, ob das Liebe ist. Kommt das oft vor, solche heftigen Auseinandersetzungen? Ja, ja? Schon. Kommt es häufiger vor in letzter Zeit? Ja, also in ganz jüngster Zeit eher weniger, aber es war zwischendurch immer wieder häufiger und dann seltener. Wie läuft das so leidenschaftlich, sexuell? Gut. Der Sex selber ist total super, aber irgendwie, sie ist nie die Initiative ergreift und ich habe oft Angst, dass sie sich nicht wirklich hingezogen zu mir fühlt und ich fühle mich auch immer seltener zu ihr hingezogen, körperlich. Also wenn es dann passiert, ist es gut, aber es passiert irgendwie so selten. Also es passiert seltener und wenn es passiert, passiert es aufgrund deiner Initiative. Ja, genau, richtig. Das neue Mädchen. Ja. Die neue Frau. Wann hast du sie kennengelernt? Jetzt gerade aktuell. Ich bin jetzt gerade, gehe wieder zur Schule. Sie kommt in meine Klasse, ich sehe sie und. Ja, also vor ein paar Wochen oder was? Ja, jetzt, ich komme aus NRW, das ist jetzt zwei Wochen her. Letzte Woche. Ach so, so frisch ist das noch. Aber ja, da ist noch nichts gelaufen zwischen euch beiden? Doch. So, nein. Zum Glück noch nicht, aber ich habe schon versucht, sie zu küssen. Sie weiß aber, dass ich in einer Beziehung bin und sie hat zum Glück noch Moral und hat gesagt, lass das. Jetzt denk an deine Freundin. Achso, was hat sie gesagt? Ich bin froh, dass sie das gesagt hat. Ja. Also, würdest du sagen, dass du dich total irgendwie so, ja, von mir nichts, hier nichts, in sie verliebt hast? Schon irgendwie, ja. Was fasziniert dich an dieser neuen Frau? Sie ist so frei irgendwie, körperlich ist sie, also ich kenne sie natürlich noch nicht lange, deswegen kann ich viel erst über den Körper sagen, aber das ist schon mal genau mein Ding. Also sie gefällt dir sehr gut. Sie gefällt dir sehr gut körperlich. Sehr, richtig. Bitte? Richtig, ja. Richtig gut. Also ganz unter uns beiden, ganz ehrlich ausgesprochen, sie gefällt dir körperlich besser als deine Freundin. Ist ein harter Satz, aber die Wahrheit ist es. Ja. Die Wahrheit ist es. Ja, leider. Und das ist so traurig. Und ich hoffe auch, dass bloß bei Gott niemand irgendwie aus meinem Freundeskreis zuhört. Und vom Typ her, soweit du sie jetzt bisher kennst, ist sie auch... Wir quatschen viel, teilen viele Interessen. Nicht, dass ich mit meiner Freundin nicht auch viele Interessen teile. Immerhin ist sie meine beste Freundin gewesen. Und vielleicht liegt da der Hase auch im Pfeffer oder vielleicht ist auch da das der Grund, warum das nicht so gut geworden ist. Vielleicht ist sie eher der Typ für deine beste Freundin als für deine Partnerin. Irgendwie innerlich würde ich mir auch am liebsten wünschen, dass sie meine beste Freundin wäre. Wenn du jetzt so zaubern könntest, dass alles problemlos sich neu regelt, wäre das ein Modell, sie wird wieder deine beste Freundin und die neue deine Geliebte? Ja, eigentlich wohl, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie lange wart ihr vorher beste Freunde, Freundinnen? Einige Jahre. Ja. Und wie kam es dann? Von wem ging das aus, dass es dann in eine Beziehung übergegangen ist? Ich hatte Schluss gehabt mit meiner Ex-Freundin und bin dann in eine starke Depression verfallen, kam dann in Therapie und alles mögliche. Und sie hat mir viel über diese ganzen Sachen hinweggeholfen. Sie war immer für mich da und irgendwann wurde daraus mehr. Und wir haben auch immer gesagt, wir wissen jetzt nicht, ob das Liebe ist, weil irgendwann ging es dann halt auch körperlich. Aber das erlebst du natürlich jetzt was ganz anderes. Du erlebst jetzt so das klassische, frische Verliebtsein. Ja. Man sieht jemanden, man ist begeistert, der fasziniert einen vielleicht, die neue Person.
Und das war mit der jetzigen, ist das so in der Traurigkeit gewachsen, ne? So kann man es ja fast sagen. Ja. Damals, als du in der Depression warst und schlecht dran warst und so weiter. Ja. Aber ich will das irgendwie auch meiner Freundin nicht antun. Sie ist so nett und sie liebt mich über alles und ich weiß das. Und ich glaube, würde ihr unglaublich wehtun. Ja, ich glaube, es ist nicht die Frage, darf ich ihr das antun, sondern die Frage ist, was ist ehrlich? Manchmal ist die Ehrlichkeit und die Wahrheit für einen Menschen bitter. Aber ich glaube, das ist dann der richtige Weg. Man kann nicht aus Rücksicht mit einer Person zusammenbleiben. Das geht nicht. Domian, du hast so recht. Ja. Ich habe mir gedacht, dass du sowas sagen würdest. Das ist nur so wie du es mir gerade geschildert hast, bist du ja ziemlich, ziemlich also im positiven Sinne angeschossen von der neuen Frau. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das zurückdrehen kann. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Also im Endeffekt ist es ja auch schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwie was schief läuft bei mir. Ja, ja, genau. Und du bist ja schon weit gegangen. Um ein Haar hätte ja schon rumgeknutscht. Ja, genau, richtig. Ist sie denn solo wenigstens? Ja. Ja, die ist solo. Mhm. Also, Achim, letztendlich ist es natürlich deine ureigene Entscheidung, aber so für mich hört das sich schon an, als wäre die andere Sache, auch wenn das erst anderthalb Jahre jetzt läuft, als Beziehung, eigentlich schon Vergangenheit. Und du setzt wahrscheinlich wie immer darauf, ich soll ehrlich sein. Ja, ich wollte jetzt sagen, wenn du dir deine Gefühle klar bist, ist mir wiederum klar, dass man natürlich in einem Gefühlschaos ist in so einer Situation. Aber du hast gerade so begeistert von der Frau gesprochen. Ja. Von ihrer Art und von ihrem Körper. Und das setzt natürlich Mächte in einem Menschen frei, die kannst du gar nicht mehr bändigen wahrscheinlich. Du begehrst die ja auch. Du möchtest sie ja küssen, du möchtest auch mit der erotische Dinge erleben und letztendlich auch Sex mit der haben. Ja, leider schon. Das hast du dir so schon ausgedacht, ne? Ja, ja. Natürlich. Ja. Man ist Mann, ne? Also du kannst dich ja noch eine Weile beobachten. Ich meine, es ist ja noch nichts passiert. Nee, richtig. Aber im Endeffekt wird es da wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich ein ernstes Gespräch mit meiner Freundin finden muss, oder? Ja, finde ich schon. Und noch stehst du gut da. Ist es wirklich noch nicht groß, was passiert? Also sie kann dich nicht groß beschuldigen. Aber mach es, wenn dann frühzeitig und vor allen Dingen, was wirklich wichtig ist, finde ich, lass es nicht parallel laufen. Weil das ist wirklich unfair deiner Freundin gegenüber. Dann lieber mit großem Schrecken ein Ende setzen, als irgendwie so eine verlogene Geschichte da länger hinzuziehen. Du hast recht. Mehr kann ich gar nicht sagen, Achim. Du musst es dann irgendwann oder bald entscheiden für dich. Ich bedanke mich, das hat irgendwie total gut getan. Also ja, ich hoffe, dass es ein bisschen geklärt hat. Man ist ja, wenn man in so einer Situation ist, immer völlig durcheinander, ne? Und ja, richtig. Und ich konnte ja mit keinem meiner Freunde drüber reden, weil meine Freundin mit allen von denen auch befreundet ist. Und wer weiß, wer da was ausplaudert, ist dann auch uncool. Ja, verstehe. Ja. Also, Handel. Kannst du mir eventuell noch ein Autogramm schicken? Ja, kann ich. Da müssen wir nochmal dich zurückrufen wegen der Anschrift. Okay, cool. Achim, alles Gute und viel Glück. Danke sehr. Tschüss. Hast mir echt geholfen. Freut mich. Tschüss. Ja. 0800 220 50 50. Hier ist Petra. Petra ist 48. Hallo Petra. Ja, hallo. Grüß dich. Hallo Petra. Um was geht's bei dir? Ach, bei mir? Ich habe vor 3 Monaten meine Schwester verloren, meine Lieblingsschwester. Ist sie plötzlich gestorben? Die hatte Lymphdrüsenkrebs. Ja. Ich wusste das alles, ich war mit dem Arzt verheiratet, ich wusste auch, was alles kommt. Aber es ist genauso eingetreten. Es war einfach grauenhaft, ich habe sie einfach nur die letzten Tage im Tod begleitet. Es war einfach nur ein Verwesen. Was hast du gesagt? Einfach nur? Es war ein Verwesen. Es war ein Verwesen. So schlecht ging es ihr. Ja, sicher. Klar. Ich saß dabei, da ist Blut ja, aus dem Adapter ausgetreten, aus der Lunge, was weiß ich. Quasi ich habe das weggewischt. Also ein Verwesen. Deswegen sage ich das so. Also das ist ja schon drastisch formuliert, aber dann war es wahrscheinlich auch genauso. Nein, das war so. Und als sie gestorben ist,
war ich erlöst. Ich habe mich auch gefreut. Mhm, weil das Leid ein Ende hatte. Richtig, genau. War sie in der letzten Zeit bei Bewusstsein? Bei mir ja. Ich habe sie also 2 Tage vorher noch. Sie konnte nicht sprechen, sie konnte weder essen, sie konnte gar nichts. Aber wir haben miteinander geschrieben. Ich habe ihr auch noch Bilder gezeigt und alles Mögliche. Ihr habt geschrieben miteinander? Wie habt ihr das gemacht? Sie hat mir geschrieben. Ja, wie hat sie es gemacht? Auf dem PC oder wie? Nein, auf dem Blatt Papier. Ach so. Und am letzten Tag habe ich einfach nur mit ihr gesprochen und sie hat mir noch die Hand gedrückt. Das heißt, sie hat dich durchaus verstanden, was du gesagt hast. Ja, definitiv. Hatte deine Schwester auch Familie? Ja, 4 Kinder. Und ein Mann? Richtig. Waren die auch in den letzten Stunden bei ihr? Ja, die waren auch bei ihr. Aber du hattest eine besondere Beziehung zu ihr? Wir hatten eine besondere Beziehung. Wir hatten auch ein Geheimnis. Was hattet ihr? Wir hatten ein Geheimnis miteinander, aber... Ein Geheimnis? Ja, ja. All die Jahre und... Was für ein Geheimnis war das? Das kann ich nicht sagen. Das geht nicht. Das ist ein Geheimnis und es bleibt ein Geheimnis. Das ist schwerwiegend und... Aber es hat euch sehr aneinander gebunden. Richtig. Ist es denn, ich will nicht weiter sonst fragen, ist es ein gutes Geheimnis oder etwas Schlimmes? Es hat mich sehr belastet all die Jahre. Ich verstehe. Wie lange hat... Also wie gesagt, ich war froh, als meine Schwester dann endlich ihren Frieden gefunden hat. Ich bin dann zu meiner Mutter gefahren. Meine Mutter konnte an der Beerdigung nicht teilnehmen. Warum nicht? Es war ihre Tochter. Ja, logisch. Wer beerdigt sein Kind zuerst? Das hätte meine Mutter nicht geschafft. Ach, ich verstehe. Also sie war so gebrochen und so traurig, dass sie das nicht geschafft hat, an der Beerdigung teilzunehmen. Richtig. Und ich habe dann auch auf die Beerdigung verzichtet und bin zu meiner Mutter gefahren, habe da übernachtet. Und wir haben im Prinzip gemeinsam den Tag verbracht. Und im Angedenken an die Tochter beziehungsweise Schwester. Richtig. Weil ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter. Ja, und meine Mutter ist jetzt hinterhergegangen. Deine Mutter ist hinterhergegangen? Ja, sicher, die ist jetzt auch tot. Und das war hat sie sich das Leben genommen? Nein. Nein. Sie wollte nicht mehr. War sie denn auch schwer krank? Nein, die war nicht schwer krank. Die hatte, klar, die hatte Herzprobleme, aber ganz normal mit Tabletten und, ne? Wann ist deine Mutter gestorben? Letzte Woche. Mein Gott. Das heißt, vor 3 Monaten deine Schwestern? Ich weiß, ja. Und jetzt die Mutter? Richtig. Du bist doch eigentlich wahrscheinlich in einem Schockzustand im Moment. Ich habe im Moment das Gefühl, ich falle in ein tiefes Loch. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Das ist mein Problem. Bist du? Ich habe selber 4 Kinder. Ich habe Verantwortung. Das wollte ich gerade fragen. Du hast auch 4 Kinder? Ja. Und bist du noch in einer Beziehung? Ja, klar. Mit einem Arzt, hast du vorhin angedeutet? Nee, das war mein Ex-Mann. Achso, das war der Ex-Mann. Das heißt, du musst ja deinen Haushalt führen, du musst deine Kinder versorgen, richtig. Du musst ja da sein und funktionierst. Ich muss auch normal arbeiten, richtig. Achso, du gehst auch noch arbeiten? Ich gehe normal noch arbeiten, ja. Mein Gott, wie schafft man das denn alles? Nee, meine Arbeitgeber hatten, Gott sei Dank, die haben gesagt, hier. Ich habe Urlaub. Wie alt sind denn deine Kinder? Von welchem Alter bis welchem Alter? Ich habe den 12-Jährigen. Dann habe ich eine Tochter mit 16. Einen Sohn mit 18 und einen Behindertensohn mit 21. Und einen Behindertensohn mit 21, um den du dich auch intensiv kümmern musst? Der ist ein Autist, ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Mann? Welchen meinst du, Lebensgefährten oder Mann? Ja, zu deinem Lebensgefährten, meine ich. Nein, super Verhältnis. Super Verhältnis, das heißt, da ist schon Hilfe und Unterstützung gegeben. Nein, das ist alles da. Gottes Willen. Der war immer bei mir, der ist auch ständig mit mir in den Westerwald gefahren, weil das ist ja auch nicht, ich meine, meine Mutter ist nicht vor Ort, ne? Sondern im Westerwald, das heißt, das sind immer locker 120 Kilometer.
Hat dich die Nachricht von dem Tod deiner Mutter plötzlich erreicht oder gab es noch eine Vorwarnung, dass jemand... Nein, das kam ganz plötzlich. Ich habe gerade meine Arbeit zu Ende gebracht und da kam der Anruf und ich bin auch auf der Arbeit zusammengebrochen. Und damit war eigentlich nicht zu rechnen gewesen? Nein, absolut nicht. Du bist zusammengebrochen und dann? Ja, meine Chefin hat mich zu Hause, halt nach Hause gebracht und Und einen Hund habt ihr auch noch? Ich habe einen Hund, ja. Ich höre es schon, ja. Der meldet sich gerade. Der auch versorgt werden will. Nein, und und dann habe ich meinen Mann angerufen und habe meine ältesten Kinder angerufen. Und dann sind wir in Westerwald gefahren. Nur was für mich total absurd war, was ich überhaupt nicht kenne, ist, ich meine, ich habe meinen Vater vor vielen Jahren verloren, aber meine Mutter war noch 2 Tage zu Hause, aufgebahrt im Schlafzimmer. Ja, war das nicht der Wunsch, wer hat das veranlasst? Nee, das ist da so in dem Kreis wohl üblich. Ach so. Keine Ahnung. Hat dich das eher geschockt? Das hat mich ein bisschen geschockt, ja. Ja. Ich meine, es schockt mich schon. Ich meine, wenn ich in die Wohnung reinkomme und die Tür steht so ein bisschen auf, ja, meine Mutter liegt da drin, tot. Die liegt ich bin am nächsten Tag hier auch wieder hingefahren. Die liegt immer noch tot da. Hättest du das als Angehörige nicht veranlassen können, wenn du das wolltest, dass sie zu einem Bestatter kommt? Ich weiß es nicht. Habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ja, klar. In der Situation ist man dann so außer sich, dass man... Das ist der Sitte wahrscheinlich auf dem Dorf oder wo sie da gewohnt hat und dann mache ich mir gar keine Gedanken drum gemacht. Ich bin an dem einen Tag direkt, mein Mann hat mich dahin gefahren. Ich habe mich von meiner Mutter verabschiedet. Am nächsten Tag, ja gut, lag die immer noch da. Was hast du da gemacht? Du bist dann wieder reingegangen und dann lag, du wusstest gar nicht, dass sie da noch immer liegen würde? Nee, und dann lag die immer noch da und dann hieß es ja, gleich kommt der Bestatter. Dann wird meine Mutter gewaschen, dann wird die angezogen und dann kommt die Pfarrerin. Das kannte ich alles so nicht. Bist du dann die ganze Zeit dabei geblieben? Pfarrerin, ja. Waschen und so weiter? Nee, beim Waschen nicht, nein. Aber bei der Segnung nachher schon. Klar, dann ist der Sarg raustransportiert. Alles. Mein Gott, Peter, das tut mir unfassbar leid, was du erzählst. Wir können das ja alle nur erahnen, in welchem Gefühlszustand du dich befindest. Wir können es eigentlich nicht wirklich nachvollziehen. Schlimmste ist, ich habe heute Geburtstag. Meine Schwester, die verstorben ist, die hat morgen Geburtstag. Wahnsinn. Das ist ja natürlich alles irgendwie... Ein Albtraum. Ich traue mich gar nicht zu sagen, herzlichen Glückwunsch, weil das passt gar nicht im Moment. Hast du das Gefühl, du sagst, ich habe das Gefühl, in ein schwarzes Loch zu stürzen. Hast du auch das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben? Das habe ich, ja. Vor allen Dingen das Schlimme ist, ich kann nicht unter Menschen gehen. Das Weil ist du, ein Albtraum. Kannst du es mal erklären, warum du nicht unter Menschen gehen kannst? Es macht mir Angst. Aber du kannst mit deinen Kindern und deinem Lebensgefährten kannst du sprechen. Das geht. Das ist normal, ja. Das ist normal. Aber ich brauche immer jemanden dabei, wenn ich rausgehe, und das ist für mich untypisch. Ich bin normalerweise jemand, der... Wenn es so heftig zugeschlagen hat, das Schicksal, wie jetzt bei dir, finde ich, dass man da schon professionelle Hilfe suchen sollte. Beim Psychotherapeuten, beim Psychiater, je nachdem, wer sehr geeignet dafür ist. Ich bin ja dabei. Ich war ja bei meinem Hausarzt, aber der hat mir auch nichts... Nee, bei allem Respekt den Hausärzten hat mir gegenüber. Auch nichts gegeben. Ja, nee, da musst du zu Fachleuten. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Und was sagt er? Ja, hat er mir irgend so ein Infoblatt gegeben von ZIP, was weiß ich. Aber ich meine, Ärzte untereinander haben da schon andere Nummern. Pass auf, du weißt ja, dass ich hier auch immer eine Psychologin im Hintergrund habe, die jetzt auch unser Gespräch mitgehört hat. Ich finde, du musst ganz gezielt ich weiß das. Zu einem Therapeuten.
Ja, weiß ich. Würdest du es denn auch machen? Selbstverständlich mache ich das. Ja. Weil ich brauche die Hilfe. Dann können wir dir vielleicht jetzt behilflich sein, wie du das geschickt einstellst und wo du am besten hingehst und so weiter. Würdest du das gerne in Anspruch nehmen, diese Hilfestellung? Ja, selbstverständlich. Ja. Dann wäre das Verfahren jetzt gleich so, Petra, dass du auflegst und du wirst von der Sabine, von der Psychologin, zurückgerufen und die wird dir all das sagen. Ich glaube, von meiner Seite aus nochmal möchte ich sagen, dass ich das auch glaube, dass das sehr richtig und wichtig ist, das zu machen im Moment. Manche Menschen denken ja, ach, das muss ich auch alleine schaffen. Man schafft das manchmal nicht. Nein, ich habe einfach zu viel. Ich hab einen behinderten Sohn. Mhm. So. Dann auch der Platon, der Jüngste, der hat ADHS. Ich habe viel am Hals, verdammt viel am Hals. Mhm. Und dann diese Geschichten noch, irgendwann ist Ende. Irgendwann ist Ende. Und du musst es wirklich tun und die Hilfe holen, nur allein schon für dich, aber auch dann für deine Familie, damit du wieder auf die Beine kommst. Ja. Weil ich mache im Moment hier gar nichts mehr. Mhm. Ich stehe hier morgens auf, ich bin wie ein Stückchen Falschgeld. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Petra, wir machen es jetzt bitte so, dass du auflegst und du wirst dann von Sabine, das ist meine Psychologin, heute Nacht angerufen. Und alles Weitere klärt ihr beiden Frauen. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne und viel Kraft wünsche ich dir. Und auch wenn es nicht so angemessen ist, trotzdem, dein Geburtstag ist heute und alles Gute wünsche ich dir trotzdem. Danke. Okay. Liebe Petra, auf Wiederhören. Tschüss. Ja. So. 1:47 haben wir. Nochmal unser Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema herzlos. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, ja, die schon üble Dinge erlebt haben, die in ihrem Leben schon äußerst herzlos behandelt wurden von anderen Menschen. Vielleicht von den Eltern, vom Partner, von den eigenen Kindern, vom besten Freund. Und ich möchte gerne reden mit Menschen, die jemand anderen schon mal sehr herzlos behandelt haben. Also dann wart ihr die Herzlosen. Wie steht ihr heute dazu und was denkt ihr? Schämt ihr euch? Habt ihr ein schlechtes Gewissen? Gerne würde ich mit euch darüber morgen reden. Meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de über Mail oder morgen auch telefonisch ab 0 Uhr unter unserer bekannten Telefonnummer und gerne auch während der Sendung ab 1 Uhr morgen eins live und WDR Fernsehen. Hier ist Hans und Hans ist 56. Hallo Hans. Ja, grüße dich Domian. Hallo Hans. Domian, ich knüpfe an die Thematik Fairness und Unfairness, was heute Abend von dir gesagt wurde in dieser Beziehung von dem jüngeren Mann. Ach, von Achim, ja. Ja, und zwar 56 bin ich, pensioniert seit 2006. Ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst, so, habe zwei Ehen hinter mir gehabt. Die zweite Ehe, da waren zwei Kinder hervorgegangen aus der zweiten Ehe, ja. Wodurch sind diese Ehen kaputt gegangen? Durch zahlreiche Affären, die ich hatte und die ich auch dokumentiert hatte. Naja, gut, mit 40 lernte ich dann meine jetzige Frau kennen, die war älter und 15 Jahre treu und wirklich Zufriedenheit, ja. So. Aufgrund meiner Erkrankung muss ich aber häufiger in Kur fahren. Mhm. Und da nahm ich immer meine Frau mit. Mhm. Ja. So, in diesem Jahr, die hatte jetzt schon mehrere Operationen bekommen, Bypass-Operationen, eine Hüfte neu bekommen, sie ist 70. Und jetzt musste die noch eine Rücken-OP gemacht kriegen im September und wollte im August nicht mitfahren. Ja. Also ich ab zur Kur alleine. Und da brach bei mir eine ganz gewaltige Sache auf. Da hatte ich ein Bratkartoffelverhältnis angefangen. Ein Bratkartoffelverhältnis? Ja, mit einer Dame da, einen Kurschatten, wo ich also dann auch eine Affäre mit hatte. Bratkartoffelverhältnis habe ich auch noch nie gehört. Ja, ja, sag jetzt mal. Das war also eine ganz dumme Sache. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Komm nach Aachen zurück, meine Frau ist hier, nichts erzählt. Mhm. Bring die ins Krankenhaus rein, bin hier allein in der Wohnung. Geh ins Café, lerne wieder eine Dame kennen. Ach. So. Wie
wieder ein Verhältnis. Wie, du gehst einfach so ins Café und lernst einen Damen kennen? Ja, ja, klar. Und innerhalb von 2 Tagen war da auch wieder ein Verhältnis. Das geht und aber schnell. Letzte Woche, ja, ja, und letzte Woche. Also, wenn ich ins Café gehe, lerne ich nicht gleich eine Dame kennen. Ja, ja, die war auch 65, ja. Ja. So, jetzt habe ich aber auch eine Art an mir, wie ein Verständnis nach außen bringt. Moment, so. Nochmal. Ich habe gerade dazwischen gequatscht. Es ist eine dritte jetzt sogar im Spiel schon. Ja, ja, mittlerweile, ja. Ja. So, und jetzt ist bei mir was wieder aufgebrochen, was ich eine lange Zeit als erledigt betrachtet habe. Mhm. Ja, ich hatte ja diese Verhältnisse, die ich hatte alle dokumentiert im Buch. Damals, mit der ersten Frau. Ja, ja. Wie viele Verhältnisse? Von Jugend an sämtliche Verhältnisse notiert, ja. Okay, wie viele Verhältnisse hattest du denn in der ersten, während der ersten Frau? Wie während der ersten, das weiß ich nicht, ich habe die immer so gelistet, die ja, insgesamt, das waren also über 400 Beziehungen, die ich insgesamt hatte. Insgesamt in deinem Leben? Ja, ja, klar, seit dem 17. Lebensjahr, ja. Ja, das Problem, was ich allerdings jetzt habe, wo ich meine Frau kennenlernte vor 15 Jahren, ja, wusste die das auch. Ich habe das Buch versiegelt quasi richtig mit Lack umbunden und im Schrank reingelegt, ja, und gesagt, das war mein Leben, das war's. Lass mich mal eben fragen, das ist ja schon ein bisschen kurios. Wieso dokumentiert man das alles? Kann ich dir sagen, das war eine ganz blöde Geschichte. Als Jugendlicher habe ich das gemacht und hinter den Namen Sternchen gemacht, sogar wie in Motel, weißt du, wer gut war, wer nicht gut das war. Voll. Also da steht dann Maria und hat 2 ja. Sternchen und dann ja. kommt die ja, Gundula. Vier ja. ist das Beste. Ja, ja wie im Motel, du. Achso, wie im Motel. Es gibt auch 5-Sterne-Frauen. Ja, ja, klar. Gibt's auch. Aber haben die Frauen nur Sterne gekriegt oder hast du noch ein paar Notizen runtergeschrieben? Nein, gar nichts. Nur die Sterne. Namen, ja, ja, Telefonnummer und mal Sternchen gemacht, ja. Und mir kam es noch nicht mal so aufs Bett an. Ich habe immer den Slogan vertreten, das klingt jetzt paradox, berühre nie ein Herz, was du nicht schützen und ehren kannst. Hab mich aber nie dran gehalten, ja. Mhm. So, und wie viele Sterne hat denn der Kurschatten gekriegt? Auf 4. 4. Ach, du hast es auch noch weitergemacht jetzt. Nein, das, wenn ich das jetzt beurteilen würde, ja, ich habe mich auch nicht angetragen. Sowas, okay, ja. Okay. So, ich habe das Buch auch nicht mehr geöffnet, ja. Mhm. Nur das Problem, ich hänge wieder in diesem Dilemma, dass ich wieder den ewigen Jockel oder den Maître de Plaisir spielen will, obwohl ich es nicht nötig habe, ja. Mit Sicherheit, sage ich mal, ist eine Ehe von 15 Jahren nicht mehr so frisch wie am Anfang. Mhm. Du hast doch gerade gesagt, deine Frau weiß von diesem Buch und deiner Vergangenheit. Ja, ja, aber es ist nichts mehr mit Fremdgehen passiert während der gesamten letzten 15 Jahre, ja, seitdem ich die geheiratet habe. Aber mit dem Kurschatten hast du Sex gehabt? Ja, klar. Ja. Mit den anderen beiden? Beiden auch. Ach schon, auch schon. Geht ja dann doch schnell. Ja, klar. Das war an sich nicht so vorstellbar. Mhm. Aber das ging relativ schnell. Ich hatte da nie Probleme mit. Ja. Nochmal gefragt, ich finde das so kurios. Du gehst in ein Café und sofort lernst du eine Frau kennen. Ja, das waren so ältere Semester, die da. Ja, ist okay. Ja. Und wie lange dauert das, nachdem du dann den Kaffee getrunken hast mit der Frau, bis ihr dann in der Kiste gelandet seid? 2 Tage. Ja. Ja, 2 Tage, man unterhält sich nicht, man trifft sich am Abend, man geht tanzen und dann entwickelt sich das halt. Ja. Sind die Frauen alle solo oder haben die auch Beziehungen? Verwitwet, da hatte keiner eine Beziehung, ja, und man glaubt ihm ja auch das gesprochene Wort. Weil du gesagt hast, du hättest auch keine Beziehung? Ja. Ja, du Lügner. Ne? Ja. Muss man ja so sagen. Ja, ja. Entschuldige, aber es ist ja so. Ja, klar. Ja. So, jetzt bist du natürlich in dem großen Gewissensdilemma, da ist deine Frau, mit der du 15 Jahre ein glückliches Leben geführt hast und ihr treu warst. Und jetzt ist sie im Krankenhaus gewesen und schon haust du über die Stränge. Ja, die ist noch im Krankenhaus. Die ist noch im Krankenhaus und schon haust du. Anschussreha und. So, und nun? Ja, ja, dafür rufe ich im Grunde an, mal einen Tipp zu bekommen, wie ich mich da verstehe. Verhalten muss. Aber ja. du hast doch wahrscheinlich auch schon 1000 Gedanken hin und her gewälzt. Ja, klar, das Problem, was ich habe, diesen Maître de Plaisir oder diesen Gockel, ja, so, der will irgendwo bestätigt werden und die Bestätigung findet er dann da, ja, weil er ja alleine ist. Ging es hier hauptsächlich um Bestätigung oder auch um neue Sexerfahrung? Nee, Bestätigung. Ich meine, Sexualität habe ich gelebt, ja. Und die wandelt sich ja auch im Alter. Ich bin ja keine 20 mehr und da wandelt sich schon einiges, ja. Das Gefühl reizt mich und das Gefühl, was von einer Dame
die mir gegenübersteht, dann kommt. Und wenn ich dann weiß, ich habe den Punkt erreicht, dann ist es gut, bin ich glücklich. Ja. So, okay, ich habe es verstanden. Jetzt ist ja die Frage, da sind drei Frauen am Laufen, hast du im Moment, kann man so sagen. Der Kuhschatten ist ja auch noch irgendwie da, ne? Ja, klar, die ruft auch täglich an bei mir. Genau. So, wie verhältst du dich jetzt ab morgen? Ja, ich wollte da schon rein die Sache wieder bereinigen, nur sehe ich ein Problem, dass die mir natürlich auch ganz gewaltig auf den Pelz steigen, ne? Ja, also du hast ja gar nicht viele Alternativen. Du hast die Alternative. Entweder führst du jetzt ein Leben in Lüge und lässt das alles so weiterlaufen, alles irgendwie. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, du kommst zur Besinnung und denkst, was bin ich ein Idiot, ich habe eine tolle Frau und bin mit der glücklich und lass das sofort sein und kapp die Beziehung zu diesen drei Frauen. Ja, klar. Ja, das Problem, was ich... Die dritte Variante ist natürlich die krasseste. Du trennst dich von deiner Frau und gehst hinaus in die Frauenwelt. Ja, nee, das so kann ich das ja auch nicht machen. Nee, ich bin dann auch krank und im Bett ist da auch so gut wie nichts mehr wegen ihrer Erkrankung. Mhm. Ich bin ja jetzt auch nicht der Hochleistungssportler im sexuellen Bereich. Mhm. Mir ging es mehr um diese Bestätigung, weißt du? Das habe ich verstanden, aber mehr Varianten haben wir nicht. Ja, klar. Ja, wäre das für dich denkbar, dass du sagst, ab morgen, ich schneide die Verbindung zu diesen neuen Frauen komplett ab? Ja, das muss ich dann wohl rigoros machen. Das müsstest du rigoros machen. Weil ich habe Magenschmerzen von der ganzen Geschichte. Das kann ich mir vorstellen, weil du belügst nicht nur deine Frau, sondern du belügst auch noch die drei Frauen auch noch untereinander. Ja, und mich selber auch. Und dich selber auch. Das ist alles letztendlich grauenhaft. Und wie würdest du mit diesem Gedanken der Bestätigung umgehen und diesen blöden Hahnenkamm, den man dann hochstellen hat? Ich finde, eigentlich müsstest du im Alter von 56 so viel Altersweisheit. Ich meine es jetzt nicht despektierlich. Ja, aber bei den Frauen ist auch keine Altersweisheit, Domian. Ja, aber so viel Wissen über dich haben, dass du dich selbst so durchschauen kannst und letztendlich dich auslachst, dass du das nicht mehr nötig hast. Wenn es wirklich nur um diese Bestätigungsgockelei geht, ist es wirklich absurd. Das kann man als junger Mann, verstehe ich das. Aber mit 56 will man das nicht mehr haben. Muss man das auch nicht mehr haben. Ja. Und du sagst vor allen Dingen, es geht ja auch gar nicht mal um den sexuellen Akt, sondern um, wie gesagt, um die Bestätigung. Ja, klar, der sexuelle Bereich, der spielt so parallel vielleicht eine Rolle, aber unbewusst, wie gesagt, Sexualität ändert sich. Du willst angehimmelt werden, du willst das Gefühl haben, ich habe die Kleine, wenn sie auch 65 schon ist, ich habe die Kleine im Sack und ich habe gewonnen. So Gefühl ist es. Ja, genau, du sagst es ja. Das ist es. So, und das ist diese blöde Schote, in der ich wieder reinkomme. So, und jetzt ist auch noch die Frage, wenn du das schaffst, die drei Frauen den Kontakt abzubrechen. Wie verhältst du dich jetzt deiner Frau, nachdem das passiert ist, gegenüber? Ja, da wollte ich dich noch fragen. Mhm. Ja. Weil du wahrscheinlich auch Erfahrungen hast aufgrund deiner Klientel, der kann man immer nur vom Einzelfall entscheiden. Ich weiß noch nicht genau, ich neige eher dazu. Wenn du ehrlich die Verbindung kappst zu den anderen Frauen, neige ich fast eher dazu, dir zu raten, halt den Mund und verhalte dich deiner Frau jetzt in Zukunft ordentlich gegenüber, um die Frauen nicht so zu kränken. Die Frau ist krank, die hat jetzt einige Sachen hinter sich, warum muss man ihr das dann noch antun? Ja, eben, ja. Und Sexualität findet bei uns ja dann auf einer anderen Ebene zum Teil statt und damit werde ich ja auch fertig, da habe ich auch keine Probleme. Das wollte ich gerade mal fragen. Oder ist es doch letztendlich die Sehnsucht auch nochmal, wenn auch eine altersgemäße Sexualität doch noch zu leben, die du bei den... Ja, doch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil meine Frau steht unter schweren Opiaten, hat so abgebaut, ja, und hat natürlich auch an vielen Dingen, wo sie vorher Interesse dran hatte, gar keins mehr. Ich finde, da bin ich schon sehr konservativ, wenn man, so wie du erzählt hast, 15 Jahre gut miteinander gelebt hat. Eben. Ich finde, dann muss man das auch hinnehmen, wenn der Partner so krank ist, dass man dann eben auf Sex verzichten muss. Das ist dann halt so. Ja, damit habe ich mich ja auch abgefunden in den letzten 3-4 Jahren, ja, mit diesen Dingen. Es geht bis zum beschränkten Maß. Wie gesagt, das hat sich gewandelt. Ich denke immer, das ist diese scheiß Bestätigung, die ich da gesucht habe, wieder das aufgebrochen. Ich war alleine und nette Augen gemacht, Blicke kamen auch rüber zu mir, ja. Okay, das habe ich verstanden.
Aber ich glaube, wir sind uns einig. Also ich werde jetzt geradlinig, Domian. Ich danke dir für den Rat. Ich wünsche es dir sehr und wünsche dir alles Gute und deiner Frau gute Besserung vor allem. Ja, ja, vielen Dank. Ja, alles Gute, Hans. Ja, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Julia Jochum. Morgen heißt unser Thema herzlos. Ich möchte gerne mit herzlosen Menschen sprechen und mit Menschen, die schon sehr herzlos behandelt wurden. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr der Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.